Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Dieser Spottreim wird dank des nun vorliegenden Gesetzes bald weniger zutreffen. Denn mit dem heutigen Durchgang schließt der Deutsche Bundestag die Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens nach ausführlicher Beratung und Diskussion heute ab. Der Titel des Gesetzes, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist sicher ein sehr hoher Anspruch, das will ich gerne zugeben. Und doch macht dieses Gesetz den Weg für ein ganzes Bündel von Maßnahmen frei, die die Steuerbürger, aber auch Unternehmen und Finanzverwaltung in vielfältiger Hinsicht entlasten wird. Nicht was die Höhe der Steuern betrifft, das wäre ja auch zu schön, wohl aber was den Aufwand, die Administration betrifft. Und der Erfüllungsaufwand sinkt für die Bürger um 2,1 Millionen Stunden. Die Bürokratiekosten verringern sich für die Wirtschaft um jährlich 28 Millionen Euro, so festgestellt. Das Gesetz setzt folglich drei Schwerpunkte. Erstens wird die Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Besteuerungsverfahrens durch einen verstärkten Automationseinsatz sichtbar erhöht, zum Beispiel durch den Ausbau von Risikomanagementsystemen in der Finanzverwaltung. Zweitens wird die Handhabbarkeit des Besteuerungsverfahrens nachhaltig vereinfacht. Dies wird zum Beispiel durch die Verlängerung der Abgabenfristen und den Wegfall von Belegvorlagepflichten erreicht. Und drittens erfolgt eine Neugestaltung der rechtlichen Grundlagen, insbesondere bei der Abgabenordnung, etwa durch die Anpassung des Amtsermittlungsgrundsatzes oder Veränderungen beim Verspätungszuschlag. Das bleibt und dabei bleibt das One-In-One-Out-Prinzip der Bundesregierung erhalten, sodass es zu keinem Aufwuchs der Bürokratie kommen wird. Meine Damen und Herren, das ist heute ein guter Tag, ein gutes Gesetz für Steuerbürger und Finanzverwaltung, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wer kennt Sie nicht die Klage des normalen Steuerbürgers, wenn es darum geht, die Steuererklärung fertigzustellen? Und auch die steuerberatenden Berufe klagen ja immer wieder über unterschiedliche Fristen, die zu beachten sind. Natürlich, in der Vergangenheit haben wir schon manches vereinfacht. Vieles ist in diesem Bereich der Steuerpolitik noch zu vereinfachen. Ich will an dieser Stelle aber die elektronische Steuererklärung nennen, die von manchen anfangs ja auch skeptisch beäugt wurde, inzwischen längst ein Renner ist. Aber wir müssen selbstkritisch einräumen, dass das Besteuerungsverfahren nicht den Möglichkeiten der rasanten Entwicklung im IT-Zeitalter Schritt gehalten hat. Das ist weder gut für die Bürger noch für die Unternehmen oder die Finanzverwaltung. Deshalb, meine Damen und Herren, war es an der Zeit, den Modernisierungsrückstand aufzuholen und den Blick nach vorne zu richten. Und das tun wir heute mit diesem Gesetz, meine Damen und Herren. Den Blick nach vorne zu richten heißt vor allem auch den verstärkten Einsatz medienbruchfreier, automatisierter Verfahren in der Steuerverwaltung. Das macht die Berechnungsverfahren schneller und verhilft den Steuerbürgern so rascher zu ihrem Geld, wenn sie Anspruch zum Beispiel auf Steuerrückzahlungen haben. Die Gesetzesänderung bringt für die Bürger eine ganze Reihe eben von Vorteilen. Zum einen werden sie von unnötigem Bürokratieaufwand entlastet, zum anderen verlängert sich die Abgabefrist für die Steuererklärung um immerhin 2 Monate. Zum dritten, zukünftig müssen sie weniger Belege an das Finanzamt übersenden.
Zuwendungsbescheinigungen, Bescheinigungen über Kapitalertragssteuer oder die Feststellung über den Grad der Behinderung müssen durch die Steuerpflichtigen nur noch vorgehalten werden, nicht mehr in Einzelbelegen letzten Endes übersandt werden. Aber auch, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch für die Wirtschaft ist manches einfacher geworden. Für die Unternehmen sinken eben die Bürokratiekosten. Das handelsrechtliche Aktivierungswahlrecht für Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie für Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs gilt künftig auch für die Steuerbilanz. Und das ist ein wesentlicher Vorteil. Die Doppelerfassungen in Handels- und Steuerbilanz entfallen. Und das ist ein echter Vorteil für die Unternehmensbilanz, meine Damen und Herren. Ein Vorteil für die mittelständische Wirtschaft ist damit die bessere Planbarkeit der Steuerforderungen, auch insbesondere damit, weil wir das Instrument der verbindlichen Auskunft stärken. So erhalten Steuerpflichtige schneller Rechtssicherheit bei der steuerlichen Beurteilung komplexer Einzelfälle. Und die Finanzämter sollen zukünftig über einen Antrag auf verbindliche Auskunft grundsätzlich innerhalb von 6 Monaten entscheiden. Und damit ist eine gewisse Sicherheit für den Steuerbürger, für den Steuerzahler, für das Unternehmen gegeben. Und es ist insbesondere auch eine Planbarkeit der Liquidität in den Unternehmen besser möglich. Auch ein großer Vorteil unseres Gesetzes, meine Damen und Herren. Eines möchte ich zum Schluss noch anfügen. In der Öffentlichkeit hat es heftige Debatten gegeben um dem im Gesetz verankerten Verspätungszuschlag, wenn die Abgabefrist für eine Steuererklärung überschritten wird. Meine Damen und Herren, ein Verspätungszuschlag ist nichts Neues. Es gibt ihn schon lange. Er wird aber bislang durch die Bearbeiter im Finanzamt im individuellen Ermessen festgesetzt. Das erscheint mir weder ein gerechtes Verfahren noch ein vom Aufwand her zu rechtfertigendes Verfahren zu sein. Deshalb wird der Verspätungszuschlag künftig im automatisierten Verfahren erhoben und er wird insbesondere von 50 auf 25 Euro gekürzt. Auch das ein wesentlicher Vorteil, meine Damen und Herren. Aber lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, eine Gerechtigkeitslücke bleibt für unsere Steuerzahler leider noch zu schließen. Angesichts der Niedrigzinsphase, meine Damen und Herren, hätte ich mir gewünscht, dass wir bei der Vollverzinsung eine Senkung vornehmen. Doch leider kam es aufgrund fehlender Wirtschaftsfreundlichkeit zu keiner befristeten Absenkung des Zinssatzes von 0,5 auf 0,4% für Steuererstattungen und Steuernachzahlungen. Wir müssen uns dafür einsetzen, auch um die Glaubwürdigkeit des Staates als Fiskus auch zu verbessern, dass wir solche Gerechtigkeitslücken nicht zulassen. Es kann nicht sein, dass letzten Endes wir eine Niedrigzinssituation haben und gleichzeitig letzten Endes auch dann der Staat sich letzten Endes mit großem Profit bei den Steuerzahlern noch einmal gerade in diesem Bereich schadlos hält. Das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Und deswegen müssen wir darauf bestehen, dass das bei der nächsten Gesetzesrunde auch stattfindet. Herzlichen Dank. Ein gutes Gesetz. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Vielen Dank. Bevor wir in der Debatte fortfahren,